Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt die Mathilde. Hallo, hallo, hallo. So, die blutrote Nacht ist hinter uns und Mathilde hat wieder eine Bücherei gesichtet auf der anderen Seite. Und ich würde mal sagen, die schauen wir uns mal an. Und gehen über unsere Brücke. Diese wunderschöne Brücke, die noch nicht ganz fertig ist. Ja, die ist ein bisschen schmal, ne? Wie breit willst du die machen? Noch ein, zwei Felder, oder? Ich würde schon vier Felder breit machen und dann auf jeden Fall noch ein Geländer drumrum. Okay. Aber die Insel, wenn ich mir die so anschaue, weil so groß ist die gar nicht, werden wir die, glaube ich, durchaus noch ein bisschen aufschütten müssen. Ja, aber ist ja das so schön, dass sie eben ist. Ja. Vor allem, hier sieht man richtig so Flecken. Das ist ja echt nicht tief. Aber das Wasser hält die Zombies auf, das mag ich. Ja, die werden langsamer. Genau, das gibt uns dann mehr Zeit zum Schießen. Oh, hehe. Hast du mir das eingebrochen? Nö, nö. Das Wasser? Nicht fertig gebaut? Ich sag doch, die Brücke ist nicht fertig. Jetzt muss ich hier schwimmen, oder was? Ja. Ich dachte, das hättest du fertig gemacht. Jetzt habe ich hier nasse Füße. Offensichtlich nicht. Das habe ich ganz vergessen. Ach, scheiße, ich habe kein Bett gebaut bisher. Scheiße, ich auch nicht. Dann mache ich einfach ganz schnell ein Bett, dass ich hier irgendwie... Ja, das auf jeden Fall, weil... nicht, dass wir gleich verrecken und dann sind wir wieder in einer anderen Basis und dürfen jetzt 5, 6 Spielstunden herlaufen. Da habe ich keinen Bock zu. Du frierst ja. Ja, ich friere. Ich habe ja auch nur ein T-Shirt an. Jetzt zieht dir nur ein T-Shirt an, bitte. Bei den Temperaturen. So, provisorisches Bett gelegt. Ich auch. Dann zeig mir mal, wie du da ein... Ah, ja klar. Was denn? Dann zeig mir mal die neue, wieder eine neue Stadt. Schlotterine, komm. Hopp, 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 hopp. Warte mal ganz kurz. Einfach hier nach Süden, oder was? Ja, so Süden, Südwesten. Ich war gerade nur etwas verwirrt auf meiner Karte. Oh, Hirsch! Tot? Noch nicht. Jetzt ist er tot. In den Popo piekse ich dich. Das mag er bestimmt nicht, aber ist jetzt eh tot, von daher. Ach, da sehe ich schon das große Gebäude. Oh, ich habe dich gar nicht gesehen, Cowboy. Heidi ho! So, ich muss mich orientieren erstmal. Weil diese beiden am Anfang sind es tatsächlich nicht. Als erstes nämlich ein kaputtes Bürogebäude, das danach schreit, sich sämtliche Knochen zu brechen. Mhm. Und das andere, meine ich, ist dieses Pharma-Gebäude. Ich hätte mir die Bücherei mal markieren sollen. Ja, jetzt ist zu spät, das müssen wir halt suchen.
Zahnsäcke? Ach, hier sind noch Fahrzeuge. War aber auch ein großes Haus, ja? Ja, das war so eine große Bücherei. So eine kleine Bücherei hatte ich mir ja schon angeschaut, aber es gab hier auch eine große. Ah, ich sehe sie. Das ist gut, meine Ausdauer geht gerade in den Keller. Ach, da ist noch eine Baustelle. Aber eine Baustelle hatten wir ja schon aufgenommen, ne? Nein, haben wir noch nicht. Wir haben nur gesagt, dass wir die aufnehmen wollen. Ah. Haben wir aber noch nicht aufgenommen. Das können wir gerne sehr bald machen. Die sieht schon so einladend aus. Mit dieser wunderschönen Aufschrift. Die. Mhm. Oh, da ist auch noch ein Kindergarten. Das ist gut zu wissen. Okay, dann würde ich sagen Kindergarten und Schule. Kindergarten und Bücherei mache ich. Was will denn? Da. Also ich würde erstmal in die Bücherei gehen und dann in den Kindergarten. Ist jetzt das hier das weiße Haus, ne? Was jetzt? Naja, da wo du vorstehst, das ist die große Bücherei, oder? Ja. Knüppeltime! Kettensäge? Der richtig, nein, richtig geilen Bergarbeiterhelm mit Wertigkeit über 400. Nice. Der, den ich auf hatte, hatte eine Wertigkeit von 37. Ja gut, das ist nicht viel. Ja, altes Spiel EG können wir hier liegen lassen, ne? Ja. Oh. Draußen ist eine Horde, lass mal hochgehen, ganz fix. Ja, hier ist überall was. Ich folge dir. Hinter dir! Boah, sind die laut, ey. Du bist ja eigentlich auch nur eine Etage höher, oder? Ja. Ach, das bist du. Was ist ein Zombie? Zwei sogar. Nein, ich bin schon im Treppenhaus. Ja, das sehe ich. Keine Rückendeckung. Ich dachte halt, dass du mir folgst, als ich gesagt habe. Von rechts kamen ja zwei. Also erstmal habe ich mich um den hinter uns gekümmert und dann kamen ja zwei aus deiner Richtung. Aber du machst ja hier schon, das ist ja auch gut. Wollen wir uns erst den Raum anschauen oder erst die Etage säubern? Ja gut, Tür ist doch zu. Dann lass erstmal hier die Kisten öffnen. Oh, ich bin
Brauchen wir für die neue Basis noch einen Kochgrill? Nee, ne? Ja, haben wir. Also bisher habe ich überhaupt nichts mit Büchern gefunden. Doch, ich habe eine AK-47-Beschreibung. Also ja, hier habe ich zwei, ich nehme die mal mit. Das Armbrust- und Eisenbeinschild. Jo. Ich weiß nicht, ob du die schon hast, aber... falls nicht. Ich hab die hier, die mal in diese Kiste hier reingepackt. Ne, kenn ich beides schon. Brauch ich nicht. Wo lungern sie rum hier? Die kloppen unten immer noch, ne? Ja, das ist eine Horde, die ist direkt aufs Gebäude zugelaufen. Hier sehe ich aber so gar keinen. Doch, hier eine Mutter. Ach ne, die heißt ja gar nicht Mutter. Wie heißt die denn? Hungry Zombie. Ich nenne sie Fatty. Aber Fatty haben wir mehrere. Cowboy, hi! Stand da schon quasi neben mir. Der rechts ist tot. So. Ich weiß bloß nicht, ob weiter links oder so noch was ist. Nope. Hier sieht's auch sauber aus. Gut. Dann nehme ich hier die hintere Seite und die vordere. Hurra! Ich kann ein Taschenmotorrad bauen! Juhu! Aber jetzt haben wir unsere neue Basis. Egal, wir können Taschenmotorräder bauen. Upsala! Vor Freude schlage ich hier schon was kaputt, was ich nicht kaputt schlagen will. Hurra! Ich helfe mal hier so ein Zombie beim Rauskommen, der nervt. Hast du die ganzen Regale schon durchsucht, oder was? Nee, nur die auf meiner Seite. Was ist denn deine und was ist meine? Also die Seite, auf der ich mich gerade befunden habe, die habe ich durchsucht. Aha. Die Seite, wo du stehst, habe ich noch nichts durchsucht. Dann gehe ich da mal schnell durch. Aber wiederholt sich schon wieder Armbrust. Ich habe hier noch für eine Nagelkeule ein Schema. Muss ich gleich mal gucken, ob ich die habe. Weil da müssen wir uns auch gar nicht hier so lange aufhalten. Ja, aber die Kisten oder so können wir noch schon weiter... Ja klar, die Etage machen wir noch leer. So. Aber ich würde dann halt auch echt noch ein bisschen Zeit mit Autolooten verbringen.
dass wir uns relativ fix unsere restlichen Sachen aus der alten Basis holen können, weißt du? Also von den ganzen Sachen, die ich gefunden habe, also hier ist ein Regal voll bei mir. Ich weiß nicht, ob du davon noch was brauchst. Ja, dann brauchst du es wohl nicht. Ach so, hier in das eine Bücherregal, in das hier oben, packe ich mal das, was ich habe und nicht brauche. Ja, eine Reihe dahinter habe ich das reingetan, was ich nicht brauche. Uiuiui. Kannte ich alles schon. Aber ein Klimagerät, die Teile. Noch was gefunden, das könnte was für dich sein, die Flintenlaufgeschütze. Ich hab's nicht ganz verstanden, was meinst du? Flintenlaufgeschosse habe ich gerade noch gefunden. Also das Schema. Ja, aber dieses Schema, die du da hattest, die brauche ich alle nicht. Flintenlaufgeschosse könnte ich gebrauchen, vielleicht. Hab ich die entweder in dasselbe Regal gepackt? Nee, kannte ich auch schon. Schade. Hier alles durch, auch auf den. Wir hatten hier noch einen Raum mit. Hier hinten sind noch was. Kannst du schon ins nächste Raum gehen? Ja, ich muss noch meine Rahmen wieder mitnehmen. Aber es ist krass, wie viele Büchereien wir durchsuchen mussten, um einmal dieses scheiß Buch zu finden, oder? Und jetzt sage ich dir, die werden uns alle naselang über den Weg laufen. Ich schwöre, wir finden jetzt ganz häufig. Alles okay bei dir? Ja, ja, einmal um die Ecke geguckt, stehen auf einmal drei Zombies da. Wo vorhin schon einer rausgekommen ist. Waren ja wohl zu viert in den Raum, aber nur einer war so fleißig und ist rausgegangen. Die anderen sind so, naja, drin geblieben. Wollten wohl nicht. Ich möchte gar nicht runtergehen bei dem, was ich da höre. Ich auch nicht. Klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Nee, absolut nicht. Ich komme mal zu dir rum. Hier ist noch ein Schema für ein Scharfschützengewehr. Wo? Hier in der Kiste, vor der ich stehe. Nee, kenne ich auch schon.
das... Entweder ist mein Headset oder die diese Weiterleitung von meinem Headset ist ein bisschen shitty. Brauchst du noch Raketenwerfer? Nope. Eisenbrustpanzer. Welche Kiste? Warte, ich pack sie hier vorne rein. Ah, kenne ich auch schon. Ich kenne ihn aber noch nicht. Ups. Jetzt habe ich es gelesen, so. Ich dachte, du kanntest den noch nicht. Ja, ich habe aus Versehen auf zerlegen geklickt. Na gut, du bist ja sowieso unser Rüstungsmensch. Ich baue mir bald erstmal eine Donnerbüchse. Brauchen wir noch einen Amboss? Nö. Hab ihn eingesteckt. Wiegt dir nix. Ich würde gerne Inventarvergleich machen, weil ich bin ziemlich voll. Ich habe nämlich irgendwie auch drei Herausforderungen, dass wir gucken können, ob wir irgendwas zusammenpacken können, weil ich würde gleich gerne Autos zerlegen gehen. Ich habe noch ziemlich viel frei. Okay, dann würde ich dir einfach hier in diese Kiste ein bisschen was packen. Ja, reicht doch. Plastik kannst du noch geben. Ne, Rohre werde ich sowieso kriegen. Federn, Schießpulver. Bin ich ja auch quasi voll. Hätte ja sein können, dass du schon Schießpulver hast. Nein, habe ich nicht. Leere Flaschen? Leere Flaschen habe ich immer. Okay. Ich will nicht nach unten gehen, aber ich fürchte... Was willst du mit der Axt? Damit habe ich... Hä? Da war eine Axt dabei, 150. Ja, ich weiß. Kannst du tragen. Den brauche ich nicht, ich habe eine bessere. Dann zerlegst du. Wenn ich baust mir eine neue. Ja, gut. Dann können wir ja abhauen, ne? Ja. Wo ist denn hier der Ausgang? Ah, da. Nee, hier geht's ja auch noch wohl lang, ups. Soll ich noch auf dich warten, dir helfen, vorgehen? Ja, warte, ich habe hier noch das Büro gefunden, das wollte ich mal ganz kurz gucken. Im Büro mache ich eine... Komm mal mit im Büro hier. Ich muss ja wieder zurücklaufen. Da ist ein Safe, glaube ich. Ja, genau, den mal schnell aufklappen. Geht auch ruckizucki. Warte mal. War da gerade die Mine? Keine Ahnung. Ja, hier gegenüber ist ein Militärding und ein Bunker. Okay. Dann habe ich ja richtig gehört. Ein Pistolenbuch und ein Scharfschützen. Oh, das hat sich nicht gelohnt. Im Tisch war Munition, das war viel besser. So, jetzt können wir gerne abhauen. Komm durchs Loch. Juhu. Klappt mir immer noch. Na, sind es viele? Oh, scheint noch draußen zu sein. Ja, oder die unterhöhlen jetzt das Gebäude. Ja, die haben hier schon was kaputt gehauen.
Ja, schlag mal weit. Ah. Oh, die Mine war auch dahinter. Ja. Wollen wir hier gleich die Autos auseinandernehmen? Ja. Denk dran, wenn du Reifen siehst, auf die zerkloppen. Wir brauchen nämlich auch noch Reifen. Okay. Ich brauche erstmal Ausdauer. Hast du Eisen dabei oder sowas? Nee, ne? Nee. Ein Motor habe ich tatsächlich sogar bekommen. Was machst du denn da mit der nackten Frau? Nichts. Ich hab nur geguckt, was sie so macht. Die lag da so. Mhm. Nichts gemacht. Ich habe eine Autobatterie gefunden. Wertigkeit 336. 36? 336. Okay. Bei 36 hätte ich sie auseinandergebaut. Mensch, das. Ich habe ein Kaninchen getötet. Ui.
Wie das denn? Naja, es rannte ein bisschen orientierungslos vor mir im Kreis. Und da dachte ich mir, ich erschieße es. Also, nee, ich zerkloppe es mit meiner Nagelkeule, weil es direkt vor meinen Füßen im Kreis gelaufen ist. Ich verstehe. Ja, eine Batterie habe ich jetzt auch gefunden. 192. Eine 135er. Oh, hier habe ich eine 515er. Ich liebe es, wenn man die Minen so hört. Krabums. Kleiner Motor. 502. Wow. Der ist gut. Das heißt, wir brauchen jetzt vor allem Reifen. Da habe ich keinen Platz mehr. Einen Slot habe ich noch. Dann würde ich mich auch schon auf dem Heimweg machen. Und auf dem Weg gucken, ob ich noch Reifen finde. Hab gerade mal ein paar zerschlagen, aber nichts gefunden. Ja, wenn du keinen Platz mehr für die hast, dann würden sie dann auf dem Boden liegen. Ja, da lag ja nichts. Okay, mein Werkzeug ist im Arsch. Ich habe ein paar Reifen. Oh Gott, Wertigkeit 2. Hervorragend, das sind ja die besten Reifen ever. 2. Mein Scherz. 2, dass das überhaupt geht. Ah, das ist ziemlich Müll. What? Das war ein Wildschwein. Mann, hast du mich erschreckt. Alter, das steht da einfach so. Bin quasi drüber gesprungen. Dummes Schwein. Laufen und hacken. Klappt nur nicht so gut. Alle Bäume müssen sterben. Ah. Das ist ja nett drauf. Tod den Bäumen. Ich zerhack sie alle. Mhm.
Der hat dir auch wieder Worte gegeben. Dich zerhack ich auf. Bin ich? Nee, ein Zombie. Ach so. Ach, der Sausack hat mich erwischt. Aber das war doch erstmal ein erfolgreicher Tag. Einer von uns kann jetzt immerhin schon mal das Taschenmotorrad bauen. Ja, reicht ja auch. Hauptsache, wir können es bauen. Ja. Es fehlen uns nur noch Reifen. Ja, aber die finden wir schon. Ja klar, die finden wir. Das ist das geringste Problem. Erstmal die Anleitung und... Und wir sind ja jetzt nicht gezwungen, irgendwo hinzufahren. Wir haben unsere Basis, ein gutes. Ja, und wir haben jetzt sowieso erstmal genügend zu tun. Also, auf jeden Fall müssen wir ein bisschen kleine Motoren sammeln. Da können wir einige von gebrauchen für unsere Verteidigung dann später. Aber das fällt ja auch nebenbei an. Das fällt nebenbei an. Ich wollte dir damit nur sagen, auch schlechte Motoren nicht einfach wegwerfen. Einen ganz schlechten kann man zum Beispiel benutzen für den Betonmischer. Ich sammle mein Bett ein. Ja, zack. Ich schmeiß das Öl raus. Tschüss, Öl. Oh, top. Ich will auch mein Bett mitnehmen. Ja, wenn die Brücke fertig ist, dann sieht es bestimmt richtig toll aus. Ja. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die andere höher mache. Mal gucken. Kann man scheiß Schlafsack nicht aufheben? E drücken. Ich drücke E. Sicher, dass du nicht voll bist? Oh. Brauchen wir Federn? Haben wir eigentlich ganz gut da. Zerlege ich es auch jetzt. Okay, das Federn war's. Zerlegst du? Ja, Federn. Die Metall. Wie kann man denn Federn... Ach so, Metallfedern. Metallfedern. Ich dachte Vogelfedern. Um Gottes Willen, die verbaue ich. Hätte ich sonst auch, wollte ich auch gerade sagen. Deswegen war ich gerade etwas irritiert, als du meinst zerlegen. Ach, und die dann, schöner Sonnenuntergang. Ist das nicht schön? Jo. Schwimmen im Meer. Das ist ein See, mein Schatz. Ein See. Bloß hier gibt es keine Algen oder so unter Wasser, keine Fische. Nichts, was es so unter Wasser gibt. Oh, die ersten Bäume sind schon richtig groß. Schön, können zerhackt werden. Ja, mein Garten wächst auf und gedeiht. Schön, schön, schön. Ich bin sehr froh, dass wir den Umzug gemacht haben. Das ist mir der Eingang. Ja, ich auch, also. Man sollte nie davor zurückschrecken, was Neues zu machen. Hey! Was soll denn das hier? Was denn? Ach, hier war nur wieder so ein Tussi, die meinte, hier in unsere Fallen reinlaufen zu müssen. So eine Krankenschwester. Okay, ich dachte schon hier Schreihals. Nee, aber morgen sollten wir auf jeden Fall unsere Stacheln zu reparieren. Ja, ich würde auch sagen, morgen machen wir so einen Abbautag. Holzfällen. Ja, Holzfällen. Die Brücke kann weiter ausgebaut werden. Ich mach schon mal Kottels. Genau, mit Kottel Steine... anfangen. Ah, nein, ich hänge in der Decke. Nein, ah. Oh, Gott sei Dank. Ach so, der Türbug oder was? Ja, ja, aber ich habe ihn hingekriegt, indem ich mich hingehockt habe. Ihr habt das schon zwei, drei Mal echt hingekriegt. Schnell laufen, Tür aufmachen und reinlaufen wollen. Und dann hat man manchmal das Glück, dass er zwar die Tür öffnet, aber man irgendwie hochgehoben wird in die nächste Ebene. Ja, das ist, wenn man den Fehler macht und die Tür zu schnell schließt. Ja, oder zu schnell schließt. Dann glitscht man da oben hin. Und kommt nicht mehr raus, wenn man Pech hat.
Ja, aber sonst erfolgreiche Tour. Ich habe gerade jemanden draußen gehört. Das ist Privatgrundstück. Oh, da geht ein Skater. Ich bin so cool. Jetzt stehe ich hier, zapp herum. Oh, bin so cool. Bin so cool. Ah, ich bin so cool. Ja, falls ihr euch fragt, Heinrich hat einen kleinen Schaden. Das ich gucke nur den Skater an. Ah, ich bin so cool. Oh, ich gehe da zu einer Fackel. Oh, yeah. Stampf, stampf, stampf. Bin so cool. Ja, ich zappel. Oh, ja. Yeah. Ohne Frage einen Schaden. Mag den Skater hier nicht mal in Nachbarschaft haben. Welche. Wegen Leuten wie diesen sinken die Grundstückspreise hier in unserer Gegend. Sei froh, sonst hätten wir uns nicht so ein hübsches Häuschen leisten können. Ja, so ein hübsches Häuschen am See. Ey, ich habe ihn zweimal nicht getroffen, dann soll er da hinten rumskaten oder laufen und cool sein. Mathilde hat ihren Schlafsack hingelegt. Uhuhuhuhu. Hurra! Hat man kein Behältnis auch da. Dann gebe ich direkt schon mal die ersten Teile für unsere Mopeds in Auftrag. Jo, mach das. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht. Oh, wir müssen noch eine Werkbank bauen, scheiße. Haben wir ja gar keine. Ja, ich glaube, wir können auch mit dem Video aufhören. Ja, du kannst aber. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen schlechten Schraubenschlüssel. Na, also. Ja, wir machen jetzt nächsten Tag einen Ressourcentag, bisschen hier, ein bisschen da kloppen. Und dann sehen wir uns wieder bei Tag. Ich gucke mal. 17. Tag 17 müsste es sein. Und wer weiß, je nachdem, wie gut wir uns anstellen, vielleicht können wir euch dann direkt schon unsere Mopeds zeigen. Mopeds. Moped, 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 Moped. Abonnieren, liken. Und so nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.